Wie gut ist das Display der Garmin Epix 2 Sapphire Titan, Sapphire Titanium draußen im Freien? Wie gut ist die Ablesbarkeit des Displays im Sonnenlicht? Das klären wir heute in diesem Test, in diesem Review. Und ja, wenn du sagst, hey, das ist cooler Content, das gefällt mir, ich würde gerne mehr sehen, lass doch einen kostenlosen Daumen hoch da, kostenloses Abo und mach die Glocke an. Ja, Leute, die Ablesbarkeit des Displays der Garmin Smartwatches ist ein wichtiges Thema bei der Phoenix-Serie. Bei der Phoenix 6 und Phoenix 7 haben ein paar Leute bei den Sapphire-Modellen gesagt, sie könnten das Display viel schlechter ablesen als bei den Modellen mit Gorilla Glass. Ich habe jetzt hier die Garmin Epix Sapphire Titanium, Garmin Epix 2 Sapphire Titan. Und da gucken wir uns das Ganze mal draußen an. Ich gehe einfach raus, mache ein paar Videos und zeige euch mal, wie das Ganze im direkten Sonnenlicht ausschaut. Es ist wichtig zu wissen bei der Garmin Epix 2, dass es zwei verschiedene Modelle gibt oder zwei verschiedene Varianten. Es gibt einmal die Sapphire Titan mit Saphirglas und es gibt die normale Epix mit Gorilla Glas. Ich habe jetzt hier die mit Saphirglas. Das Ganze betrifft jetzt also die Variante mit Saphirglas. Ich denke aber, aufgrund des AMOLED-Displays, des Displays, was die Epix hat, die Phoenix hat ja ein MIPS-Display. Das Ding ist einfach viel, viel heller, das AMOLED-Display der Epix. Es ist viel, viel detaillierter und es sollte bei der Variante mit Gorilla Glas ähnlich gut abzulesen sein wie bei der Variante mit Sapphire Glas. Okay, jetzt zeige ich euch einfach mal, wie das Ganze draußen ausschaut. Ich habe die Aufnahmen im April in der Schweiz gemacht. Ja, ihr seht jetzt quasi, es ist 17:34 Uhr, aber es war halt wirklich klarer Himmel. Natürlich ist es jetzt nicht in der Wüste, irgendwo im Hochsommer, aber man bekommt halt einen Eindruck, wie gut das Display tatsächlich ist in der Sonne. Man kann klipp und klar alles ablesen, alle Werte, es ist alles scharf. Ich habe jetzt natürlich hier das Display nicht always on, sondern nur die Gestensteuerung aktiviert. Das heißt, das Display geht halt immer wieder aus. Aber wenn ihr natürlich an der Uhr rumhantiert, also an der Uhr die Knöpfe drückt und irgendwas nachschlagt, irgendwelche Aktivitäten aktivieren wollt, dann passiert das Ganze natürlich nicht. Ja. Wie gesagt, auch verschiedene Schattierungen hier. Mal bin ich direkt in der Sonne, mal gehe ich ein bisschen in den Schatten. Display ist immer sehr, sehr gut ablesbar und ich denke, da gibt es keine Einschränkungen, keine Probleme. Also bei der Garmin Epix 2 Sapphire Titan, Sapphire Titanium mit dem Saphirglas muss man sich eigentlich wirklich keine Gedanken machen, dass das Display irgendwie schlecht ablesbar wäre. Man kann alles super klar erkennen und ihr könnt mir natürlich gerne eure Eindrücke unten in die Kommentare reinschreiben. Wie gut ist das Display eurer Meinung nach im Sonnenlicht? Kennt ihr vielleicht Uhren, die ein besseres Display haben? Auch gerne Besitzer von der Epix 2 ohne Saphirglas können gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie Sie denken, wie Ihre Uhr mit Gorilla Glas im Vergleich zu der Garmin Epix 2 mit dem Saphirglas abschneidet. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ja, Leute, das war mein Video zur Garmin Epix 2 Sapphire Titanium und dem Display, wie gut die Ablesbarkeit ist. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Videos haben wollt, wo ich irgendwas zeigen soll, schreibt es auch unten in die Kommentare rein. Und wenn du sagst, hey, der Content gefällt mir, würde ich gerne mehr von sehen, lass einen kostenlosen Daumen hoch da, kostenloses Abo, mach die Glocke an. Dann bekommst du Benachrichtigungen von YouTube, wenn immer ich neuen Content hochlade zur Garmin-Uhr oder zu anderen Themen, die dich interessieren könnten. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.